Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Online-Magazin Best of Bewegt. Auch in dieser Sendung haben wir wieder so einiges für Sie angerichtet. Nach Fleischeslust. Nichts für Körnli-Picker und Grünzeugliebhaber. The Butcher öffnet seinen Schlund in Zürich. Der an den Wolken kratzt. Nichts für Gourmets mit Höhenangst. Wir schauen dem noch Clouds-Küchenchef Markus Burkhardt über die Schulter. Frischer Fisch. Für und wieder. Fischkenner Markus Burkhardt im Gespräch. Jetzt einmal ehrlich. Wer hat nicht ab und zu Lust auf einen echten, richtigen, saftigen Burger? Ab sofort kann man seinen Gelüsten ohne schlechtes Gewissen freien Lauf lassen. Denn die Zutaten für den Burger im Restaurant The Butcher sind nachhaltig und regional. Ganz nach dem provokativen Motto: Healthy as fuck. Versteckt in der Zürcher Altstadt lockt der Burger. Im The Butcher. Und er steckt hinter dem gesunden Burger. Gastrounternehmer Freddy Wiesner. Der Burger ist ja ein Hype. Wir haben das Produkt Burger, haben wir jetzt 3 Monate lang entwickelt, mit verschiedenen Fleischstücken vom Rind, verschiedenen Fettanteilen. Und so hat es einen Burger gegeben, der ein gesunder Burger ist. Wir haben am Morgen frisch Wolfen. Der kommt nachher zu uns in die Küche und wird nachher gebrötelt, ist also nie tiefgefahren. Wir haben relativ lange gebraucht, bis wir das richtige Fleisch hatten. Es geht darum, du musst vom Rind musst verschiedene Stückchen haben, dass der richtige Fettanteil da ist. Und ja, ich glaube, wir haben lange gebröbelt und am Schluss haben wir das Richtige gefunden. In der Küche des Butchers herrscht Hochbetrieb. Was brauchst du, um einen guten Burger zu machen? Viel Liebe, oder? Und Spaß an der ganzen Sache. Das kommt an. Das Lokal ist voll. Genau wie die Münder der burgerhungrigen Gäste. Obwohl es in Sachen Burger eigentlich nicht an Konkurrenz mangelt. Und es hat viele Restaurants, die Burger machen, ganz klar. Ich wollte einfach das auch mal anders machen, sprich das Ganze kombinieren mit Salat, mit glutenfrei, dass wir da einfach eine frische Linie reinbringen. Lange galt der Burger als nur bedingt gastronomietauglich. Innovativ umgesetzt, entlockt die Bulette im Brötchen jetzt aber sogar Branchenprofis wahre Lobeshymnen. Ja, ich finde es ein ganz tolles Konzept, vor allem trifft der absolute Trend von der Zeit. Burger, Fleischrestaurant. Ja, ist das, was im Moment total angesagt ist. Grundsätzlich zu den Burger kann ich sagen, dass wir seit 25 Jahren sehr erfolgreich Burger verkaufen. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn das andere jetzt auch machen. Und wenn dann die Schweizer vielleicht auch mal lernen, den Burger nicht immer well done zu nehmen, sondern halt medium rare, so wie es eigentlich gehört. Inhaber Freddy Wiesner beweist einmal mehr sein feines Näschen für Gastrotrends. Bereits mit seinen asiatischen Lokalen Nooch und Negishi hat er das eindrücklich bewiesen. Sie sind auch ein bisschen bekannt dafür, dass sie immer ein gutes Näschen haben für neue Trends. Wie machen Sie das? Ja gut, ich arbeite viel. Lese viel, reise ein bisschen, schaue um, wenn ich Zeitung lese, dann mache ich immer Quervergleich mit der Gastronomie und bleibe eigentlich nicht, ich schaue nicht, was die Gastronomie macht, sondern ich schaue ein bisschen, was Trend wird. Der nächste Trend ist bereits erkannt. Im Herbst eröffnet Freddy Wiesner ein Lokal mit gesundem mexikanischen Essen. Das Gourmet-Restaurant Clouds gehört mit zu den besten Adressen in Zürich, wenn es um eine anspruchsvolle und gute Küche geht. Ab Juli übernimmt Gandren Catering den Betrieb, genau der richtige Moment also, um die Arbeit vom Küchenchef Markus Burkhardt und seinem Team vor dem Wechsel nochmal zu würdigen. Egal ob im Bistro oder im Restaurant, hier verkehrt alles, was eine Großstadt an Publikum zu bieten hat. Vom geschniegelten Banker im Anzug bis zum jeanstragenden Hipster im Karohemd. Der Gast muss anspruchsvoll sein. Ich glaube, sonst müssen die Kämter gar nicht für das Geld essen. Dementsprechend ist es eigentlich auch schon eine Herausforderung, gewisse Ansprüche zu erfüllen. Sie alle genießen dieselbe Küche und denselben Ausblick. Wenn man im Cloud schafft, muss man schwindelfrei sein. Nein. Mir geht einfach nicht mehr so nah ab Fenster, wenn man Mühe mit der Höhe hat. Aber das Schöne ist, man gewöhnt sich so schnell an Ausblick, dass man es irgendwann fast nicht mehr richtig schätzt.
Das ist ein bisschen schade. Wie würden Sie Ihre Küche beschreiben? Ehrlich und mit gutem Produkt versucht, mit einem schönen Handwerk etwas zu veredeln und dem Gast etwas modern weitergeben. Wir haben hier zwei Burrata, das im Veggie-Fleisch. Jawohl! Markus Burkhardt, Küchenchef. 3 Jahre lang war er der Dirigent einer Küchen- und Servicebrigade von bis 60 Angestellten. Eine anspruchsvolle Aufgabe im Dienste einer anspruchsvollen Kundschaft. Ich lege einen grossen Wert auf Produkte, auf gute Produkte und die mit einem richtig schönen Handwerk können zu verarbeiten und das Ganze wahrscheinlich einfach moderner präsentieren. Also in etwas Schmoren liegt mir sehr am Herzen, gutes Fleischstück schmoren, lange Zubereitungsart und das aber vielleicht nachher so verpacken, dass nicht wieder Schmorbraten von Grossmutter daherkommt. Dass Burkhardt viel Wert auf gute Verarbeitungsmethoden legt, ist kein Zufall. Nach verschiedenen Stationen in anspruchsvollen Häusern in Gstaad und Interlaken fasst der 32-Jährige in der Limmatstadt vor 5 Jahren Fuß. Seine bisherigen Lehrmeister haben beim Küchenchef deutliche Spuren hinterlassen. Ja, sicher schon aus der Lehre geprägt. Ich habe urklassisch im Bistro gelehrt. Dort haben wir von Kalbskopf über Schweinsfüße alles verarbeitet. Das hat mich schon immer fasziniert und spannend gedacht. Weiter sicher in einem Grand Hotel Park, wo sehr asiatische Einflüsse hatte, aber doch mit dem mediterranen Part. Das hat mich immer spannend gedacht, vor allem in mediterranen Sachen, wo alles, was mit Passo zu tun hat. Und ja, hier in Zürich ist sicher der Herr Donatz, der mich sehr geprägt hat. Halt mit seinem, ja, er ist genau einer, der gute Produkte einkauft und sie einfach ziemlich schlicht weitergeht dem Gast. Was recht ehrlich ist. Und ehrlich währt ja bekanntlich am längsten. Markus Burkhardt, ein Küchenchef, der nach 3 Jahren Clouds noch höher hinaus will. Wir bleiben gerade im 32. Stock vom Prime Tower. Dort unterhalten wir uns mit dem scheidenden Küchenchef über ein Thema, das immer wieder zu reden gibt. Frische Fische von endetem Teich, sinnvoll oder einfach nur Blödsinn? Herr Markus Burkhardt, warum kann man bei Ihnen von einem Fischliebhaber reden? Ja, ich habe sehr, sehr gerne Fisch. Ich war von Kindheit an am See. Für mich gehört Fisch irgendwie ein bisschen dazu. Spätestens seit ich in der Küche war, ist Fisch ein mega schönes Produkt zum Verarbeiten. Und es macht Spass zu essen und ich habe es sehr gerne. Wie wichtig ist denn heute Fisch in der Gastronomie? Sehr. Also es hat einen sehr hohen Stellenwert. Es wirft manchmal Fragen auf, ob dieser Stellenwert wirklich berechtigt ist, wenn man schaut, was für Fischung mittlerweile auch konsumiert werden. Aber ich denke, durch die Ernährung oder durch die Umdenken aus einer Ernährungsfrage hat es einen sehr hohen Stellenwert. Was sollte man Ihrer Meinung nach essen, was sollte man nicht essen? Man sollte nur frischen Fisch essen. Und aus dem betrachtet wird es eigentlich schwierig, wenn wir ehrlich sind zueinander, in der Schweiz Meeresfisch zu essen. Weil er wird nie so frisch da sein, wie er sollte. Und dementsprechend ist es fraglich, ob wir wirklich müssen unbedingt alle Meeresfisch zu jeder Zeit hier in der Schweiz essen. Was wäre die Alternative? Ja, Zucht oder Fische aus unseren Seen. Dort ist natürlich das Angebot verglichen zur Nachfrage, wenn alle vom Meeresfisch würden absteigen, sicher nicht ausreichend für alle zufriedenzustellen. Aber es gibt je mehr und je bessere Zuchten noch. Und ich denke, aus einem ökologischen Gedanken müssen wir uns schon sowieso überlegen, wie wir mit dem Thema Fisch in Zukunft umgehen wollen. Wie haben sich Konsumgewohnheiten verändert über die Jahre, was das Thema Fisch anbelangt? Es wird viel mehr konsumiert. Also es ist im Verhältnis, was früher konsumiert wurde, ist es nicht mehr speziell für jeden Mann, dass er mal eine Seezunge isst oder ein Wolfsbarsch. Das ist so wie selbstverständlich und nicht mehr speziell. Und schon das zeigt auf, dass wir vielleicht zu viel Fisch aus solchen Beständen, wie es eben wie ein Wolfsbarsch hat, im Atlantik konsumieren. Und das macht es natürlich fraglich, ob das noch gerechtfertigt ist. Früher ist irgendwie so ein Edelfisch aus dem Meer, jetzt sich längst nicht die ganze Bevölkerungsgruppe können leisten. Und heutzutage kann es wie jeder essen im Restaurant, egal was für ein Durchschnitts
verdienende Person hat. Und das wirft wirklich die Frage auf, ob es sinnvoll ist, dass wir die Fische in diesem Ausmaß bei uns noch essen. Sollte man Ihrer Meinung nach mehr einheimische Fische essen? Ich denke, man sollte es versuchen. Und vielleicht sollte man, wie bei vielen Sachen, alles ein bisschen bewusster konsumieren. Also, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, einen mega frischen Fisch zu essen, der vielleicht vom Fischer von uns kommt, sollte man den genauso schätzen, wie wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist ein Edelfisch aus dem Meer. Und ich glaube, dort ist ein bisschen unser Denkverhalten ein bisschen speziell. Also, wir setzen ein Ludenmeer, das längst noch frisch bei uns ankommt, qualitativ einiges über einen Zander, der vielleicht aus unseren Seen kommt und dafür frisch ist und in einer mega Top-Qualität. Wie viel Mal pro Woche gibt es bei Ihnen Fisch? Nicht so oft. Also ich koche schon ab und zu Fisch daheim für mich. Ich muss aber sagen, ich esse nicht so oft in der Woche daheim. Und wenn ich daheim koche, ist es eigentlich meistens nicht einmal Fisch oder gross Fleisch. Also es kommt ein bisschen darauf an. Ich esse Fisch wirklich, wenn ich an diesen Orten bin, wo es mich extrem reizt. Also wenn ich wirklich schaffe, in die Ferien zu gehen, am Meer entlang, dann esse ich jeden Tag vom Morgen bis zum Abend Fisch und eigentlich hier dafür weniger Meeresfisch. Oder wenn ich am See in der Ferien bin, dann esse ich sehr gerne Fisch aus unseren Seen. Wir kommen zu einer Kurzmeldung. Die Schlacht um den Titel Dons of Tequila ist von Campari eröffnet. Tequila-Liebhaber und Barkeeper sind aufgerufen, am internationalen Wettbewerb teilzunehmen. Ihre Kreationen und Fähigkeiten als angehende Don sind gefragt. Unter der uneingeblendeten Adresse erfahren Sie mehr zu den Teilnahmebedingungen. Das Schweizer Finale findet am 6. Juli statt. Wir sind selbstverständlich mit dabei. Alt Heu, alt Geld und alt Brot schützt vor vieler Not. In der nächsten Sendung verrate ich Ihnen, was es mit dem Schnaps auf sich hat, genau genommen mit dem wunderbaren Heuschnaps. Wieder sind wir für Sie mit dabei, wenn sich die Mitglieder der FBMA treffen. Was es mit der Vereinigung auf sich hat, sehen Sie in der nächsten Sendung. Auf Wiedersehen miteinander mit einem Schmunzler aus dem Internet.